Was war das? Der Scheißkocher. Hörte sich an wie... Auch. Es war eine Bombe. Moment mal, was... Und bitte, Madame, die Terroristen sind da. Es war ein Unfall. Ich glaube, ich muss zu Dr. Lartigue. Es gibt eine Infektion. Ich dachte, Gridley, Sie sind ja schließlich nicht aus dem Fenster gestürzt. Ja, 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 ja. Mit dem Ruck. Auf dem Bug. So, was ist? Keine Aktion? Was für Aktion? Da wenden Sie sich mal an Dr. Lartigue. Dem geht ein Ruf voraus, auf den manche neidisch sind. Hm? Alle Frauen schwärmen von ihm und nennen ihn die Sexmaschine. Er hat einen schnellen, roten Wagen. Und er macht mit dir alles, was du willst. Vom Sadomaso über Akrobatik. Er hat einen unheimlich großen... Nase. Aber Vorsicht, meine Dame. Er schleppt schon einen Schwarm von Bastarden hinter sich her. Die so, 1036 Fenster! Keinen einzigen Nachthafen! Und überhaupt, mein Herr, Sie macht das natürlich nicht! Hier funktioniert nicht normal, nicht einmal Sie! Ich hoffe, André ist wenigstens Botschafter in einem so romantischen Ort wie San Marino. Mit Eis, Schatz! Schon gut, Claire. Merci, Madame. Eine hohen Absätze. Sehr komisch, Nathalie. Mhm. Ist mein altes Tantchen fertig? Ich bin kein altes Tantchen! Du bist viel größer als Claire. Kannst du sie küssen, während ihr... Ich kann nicht mal ihr Gesicht finden. Oh, nein, im Ernst. Wenn ihr... Kleine Männer haben das Problem mit keiner Frau. Und große Männer haben es mit kleinen Frauen auch nicht. Das ist dein Haus. Hey, Madame!